Neben neuen Styles, neu gesampelten Voices sowie verbesserten DSP bietet die Digital Workstation von Yamaha namens Genos seit der Version 2.0 auch eine interessante Funktion an, den Chord Looper. Er erlaubt es, Akkordfolgen vor oder während des Spiels aufzunehmen und danach unabhängig vom Style wieder abzuspielen. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Vor einiger Zeit hatte ich selbst die Möglichkeit, am Genos den Chord Looper einmal auszutesten und muss sagen, es macht schon Spaß, damit zu spielen, vor allem, weil man ja die linke Hand frei hat und schön die Controller bedienen kann, zum Beispiel den neuen Joystick, der ja Modulation und Pitch vereint. Aber ehrlich gesagt spiele ich doch lieber mit beiden Händen, weil man dann das Gefühl hat, noch mehr Kontrolle über das Keyboard zu haben, beziehungsweise halt nicht alles einprogrammieren muss und das Keyboard alles dann selbst macht. Nichtsdestotrotz hat mich der Chord Looper auf eine Idee gebracht. Warum eigentlich auf Akkorde beschränken, wenn man noch genauso gut einen Looper bauen könnte, der offen ist für alle MIDI-Befehle? Das heißt nicht nur für SysX-Messages, was ja Akkorde im Endeffekt sind, sondern auch für zum Beispiel Notenbefehle. Ich habe mir einen Looper vorgestellt, wie man ihn bei Gitarrenspielern als Effektgerät kennt. Man spielt eine Sequenz ein und die wird dann im Hintergrund andauernd als Schleife wiederholt. Das heißt, man kann dann zu dieser Schleife entweder freispielen oder man nimmt dann auf diese Schleife noch eine Schleife auf, sodass man dann einen schönen Hintergrundtrack hat, der sich andauernd wiederholt und dazu spielen kann dann. Wenn ihr hier auf das i klickt, findet ihr auch ein schönes Video, wo so die Grundfunktionen eines Loopers erklärt werden. Auf jeden Fall habe ich mir einen solchen Looper auch für mein Keyboard gewünscht, das Yamaha Taurus 3. Und erst kürzlich habe ich mir das neueste Modell vom Raspberry Pi 4 geholt, seht ihr hier, und habe mich dann gleich an den MIDI-Looper gemacht. Mit TypeScript und Node.js habe ich dann hier drauf eine kleine Anwendung gebaut. Den Source-Code findet ihr, wenn ihr in der Beschreibung schaut, Open Source auf GitHub. Die Bedienung des MIDI-Loopers ist relativ einfach, momentan noch als Konsolenprogramm. Zunächst gibt man ein, welche Taktart der Style hat, also meistens 4/4-Takt. Und danach noch, wie viele Takte man aufnehmen möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel eingestellt 4 Takte bei 4/4-Takt. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Man drückt einfach auf den Start-Stop-Button beim Style und der MIDI-Looper fängt das Recording an. Und er berechnet dann automatisch anhand des Tempos vom Style, wann er aufhören muss. Das heißt, diese Loop-Points werden automatisch gesetzt. Und im Anschluss kann man dann mit dem Vocal-Harmony-Button steuern, ob man weiterhin aufnehmen möchte oder ob man einfach frei dazu spielen will. Das heißt, ob man recorden möchte oder nicht. Und die Wiedergabe erfolgt dann, also die Wiedergabe der aufgenommenen Sequenzen, die erfolgt dann durch die Song Channels. Das heißt, man hat bis zu 16 Möglichkeiten, bis zu 16 Sequenzen kann man aufnehmen. Und dabei ist es so, dadurch, dass die in den Song Channels dann wiedergegeben werden, kann ich jeden einzelnen Channel danach noch am Keyboard steuern. Zum Beispiel die Filter, die Lautstärke, das Panorama oder sogar noch das Instrument dann später ändern. So, und jetzt genug geredet. Viel Spaß mit dem MIDI Looper Funk. Thank you.
vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Momentan entwickle ich den MIDI-Looper noch weiter, weil noch nicht alles ganz rund läuft. Ich habe noch Probleme mit hängenden Noten, aber da bin ich gerade dabei. Und den aktuellen Entwicklungsstand könnt ihr jederzeit auf GitHub nachvollziehen. Übrigens funktioniert der MIDI-Looper genauso gut auch auf dem Genos. Das habe ich schon ausprobiert. Und ich gehe davon aus, dass er auf den anderen Tyros-Modellen dann auch funktionieren wird. Und als kleine Vorschau, ich plane momentan ein Video, in dem ich erkläre, wie man den MIDI-Looper selbst einrichten kann, wenn man zu Hause einen Raspberry Pi hat. Also falls ihr daran interessiert seid, klickt auf Abonnieren. Und bis dahin, viel Spaß und bleibt gesund.